Hallo und ein herzliches Willkommen an alle treuen und neuen Zuschauer. Ich bin der Altron Indie Game Tester und ich zeige euch heute Limit Lifetime Corp. Limited Lifetime Corp. So ist richtig. Das ist ein, wie soll man sagen, Wirtschaftssimulator mit Survival Aspekt, kann man es am besten beschreiben. Also es dreht sich darum, dass man ein Unternehmen gründet, wo man Ressourcen farmen muss in einer Umgebung, Wüstenplanet, wo riesige Würmer versuchen, einen zu fressen. Und man muss halt immer abwägen, wie lange farmt man jetzt Material und wann zieht man sich zurück. Es auch, hat auch taktische Aspekte. Anscheinend, also der Geschichte zufolge, hat man eine Menge Schulden, sage ich jetzt mal so. Und es summiert sich pro Tag, was man generieren muss an Ressourcen quasi, ne? An Sand, sage ich jetzt mal, Sand abfarmen. Und ja, die Würmer machen es einem nicht leicht. Ich habe ein paar Versuche gestartet. Ja, das Spiel läuft jetzt bei mir in der Playtest-Kategorie. Aber ich denke, dass ich da jetzt nicht allzu viel Content hintereinander bringen werde, denn ja, das Spiel ist sehr fordernd. Ich zeige es euch mal. Ich nehme mal an, dass das hier der Fortschritt ist. Ich habe jetzt schon ein bisschen gespielt und habe jetzt schon 1325 eingenommen an Sand oder an Kohle, die ich verkauft habe. Also Sand, die ich verkauft habe und Kohle bekommen habe, obwohl ich schon 3 Firmen in den Ruin getrieben habe. Das geht ziemlich schnell. Und ich denke, dass ich hier dann die nächste Stufe angehen kann, vielleicht mit 2 Schiffen. Ich hatte es in einem Durchgang geschafft, ein bisschen abzugraden. Und mal schauen, wie ich es jetzt dann hinkriege. Ja, I give you a couple days at most. Er gibt uns allerhöchstens ein paar Tage. So, ich gehe mal in die Pause und erkläre euch mal das Interface. Hier haben wir unsere Extraktoren, die den Sand jetzt momentan in diesem Gebiet hier abernten. Hier haben wir unsere Überwachungsdrohnen, sage ich es mal. Aussichter. Unsere Überwachungsdrohnen, die wir auch steuern können und mit denen wir quasi das Terrain überblicken. Hier aufgezeigt die Überwachungsdrohnen im Einsatz und hier sind unsere Extraktoren im Einsatz. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das jetzt genau ist, aber das beendet den Tag. Es gibt eben einen Tagzyklus, der geht jetzt nicht. Also der Tag endet nicht, wenn die Nacht kommt, sondern wenn der Sturm kommt. Einmal am Tag kommt der Sturm und dann muss man sich zurückziehen vorher. Aber jetzt will ich trotzdem noch mal wissen, was das ist. Man kann auch hier in den Menü-Settings jederzeit ins Tutorial reingehen. Und acht. Aha, das hat nur mit dem Wetter was zu tun. Current weather is impacting. Aha, das Wetter verringert den Radius, den unsere Sonden überwachen können. Okay. Von den Settings her ist es ziemlich minimal. Ich habe die Musik und die Effekte etwas runtergedreht. Effekte kann ich ja noch nach oben. Klein wenig, dass man auch was mitbekommt. So, und wir sind im Spiel. Extraktor ausrichten. Linke Maustaste setzen und halten kann man ausrichten, der fährt auch dann gleich in die Richtung. Der farmt nur dann Sand, der erntet nur Sand, wenn er in Bewegung ist. So, und unsere Drohnen können wir über die Minimap platzieren. Und hier taucht jetzt die Drohne auf, die können wir jetzt übernehmen. Die Aufgabe der Drohne ist es, Ausschau zu halten, Lookout. Und gegebenenfalls, wenn die Würmer kommen, abzuhauen. So, jetzt hat die Maschine erntet. Oho, der hat schon was gefunden hier. Es gibt auch Fehlberichte. Das scheint ein Fehlbericht zu sein, weil ich sehe keinen Wurm. Das war nur ein Gasloch.
Hier unten sehen wir dann, wie viel wir schon abgeerntet haben. Ich kann die Sonde auch hier verschieben, dann nur den Blickwinkel ändern. Oh, oh, da haben wir was. Oh, das ist ein Wurm. Das ist ein Wurm. Mit dem Knopf können wir unseren Extraktor, unseren Excavator abholen lassen, und hier können wir unsere Drohne abholen lassen. Aber ich habe schon gelernt, wenn der jetzt weg ist, der Wurm, der jetzt kommt, visiert genau den Punkt an. Und sobald der Excavator das Gebiet verlassen hat, kann ich einen neuen setzen. Sollte der Excavator rechtzeitig evakuiert worden sein, läuft der Wurm einfach nur durch. So, weiter. Ausschau halten. Wie lange der Tag dauert, das sieht man eigentlich, glaube ich, gar nicht. Es sei denn, man sieht dann, man schaut gerade, wo der Sandsturm ankommt. Ab dem zweiten Level, wenn ich es schaffe, das erste, habe ich dann meistens auch schon zwei Drohnen. Die machen es dann leichter, den Radius zu überblicken. Oha. Nichts Bedrohliches. Man sieht auch hier, wo er schon geerntet hat. Ach so, hier unten sieht man die Zeitangabe, wann der Sturm kommt. Oh oh. Wir haben hier was. Das ist ein Wurm. Abholmanöver einleiten. Evakuierung, Evakuierung. Sehr nice, der macht auch bis zum Schluss weiter. Hier sehen wir, was aktuell in unserem Extraktor drinnen ist. Ich bleibe bei Extraktor, und hier oben sehen wir, was er schon an der Base gelagert hat. Das nimmt uns dann keiner mehr weg. Und das ist immer die Tagesvorgabe. Ah, jetzt habe ich die Richtung nicht eingestellt. Ich muss es nochmal umdrehen. Aber das kostet Zeit. Meine Fresse, sind die Würmer lang. Oh, da kommt der Sturm. Der Sturm. Mal schauen, dass wir noch ein bisschen Material ernten. Ah ja, wir sind aber schon im zweiten Stückele. Oje, nein, 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 oh mein Gott, ich habe den nicht gesehen. Fahr, fahr, fahr schneller, schneller. Vielleicht spottet er ja hier, und dann kommen wir noch davon. Nein! Oh mein Gott. Soweit habe ich es noch nie geschafft, dass ich das Minimum zurückgebracht habe und dann alles verloren habe. You run your cop into the ground. Okay, neuer Versuch. Das ist das, was das Game ausmacht. Aber ich habe jetzt eigentlich schon ein Partnership. Ich schau mal gleich, was das hier ist. Vielleicht habe ich dann zwei Extraktoren. Excavatoren. Okay, haben wir hier zwei Sonden. Jawohl, und na super. Nur einen, der das ausliefert. Ja, dann spare ich mir das. Starten wir jetzt wieder im Tag 1. Das bedeutet die kleine Fläche. Well, you can't do worse than that last corp. Schlimmer geht's immer. So, ich werde aber trotzdem jetzt nur einen Extraktor einsetzen, denn wenn der zerstört wird, dann ist meine Firma nicht gleich am Ende.
glaube ich, weil ich habe noch einen extra Excavator. Hier kommt einer. So, das ging sich aus. Ja, der zieht jetzt unvollrichteter Dinge durch. Wissen, wenn ich jetzt am nächsten Tag zwei brauche und ich habe schon mehr und ich gebe das jetzt nicht aus und das dann hochzählt. Aber glaube ich jetzt auch nicht, nee. Ja, dann winkelt sich. Nee, oder? Nett sagt, da kommt schon wieder einer jetzt. Habe ich den jetzt nicht gesehen? Wieso hat er mir den nicht aufgezeigt? Verdammt! Rückzug. Nicht gut. Kam denn der daher? Die Hälfte braucht man noch für den nächsten Tag. Ja, wir haben eine komplette Ladung verloren. Ob sich das jetzt ausgeht. Ja, eindeutig ein Wurm und der Sturm. Ja, das wird sich genau knapp nicht ausgehen, leider. Also da haben wir es gleich mit zwei Würmern zu tun, oder wie? Hau noch mal raus, bevor der Sturm kommt, vielleicht geht sich's. Viel brauchen wir ja nicht mehr. 94, 92, 87, was? Wir war schnell, mach ein bisschen was. Ich zieh den jetzt gar nicht zurück, lass ihn jetzt einfach fertig arbeiten, bis der mal geht. Keine Ahnung, vielleicht ist er dann auch verloren, ich weiß. Oh oh. Oh oh. Ja, das ist das.
dass du mal beim Sturm ist, dann sieht man ihn nicht mehr, also sieht man die Würmer auch nicht mehr. Oh, das war's. Eieieiei. Knapp nicht geschafft. Ditch. Noch ein Versuch. Und jetzt haben wir hier schon 12.900. Bei 25 können wir schon die nächste Stufe angehen. Mal schauen. Ja, versuchen wir das mal. Da mal ein Speed erhöhen. Vielleicht wird es ja besser. Wer weiß. Den Sarkasmus ist anstrengend. Der hat schon was gefunden. Ernsthaft jetzt? Nee. Ist nur ein Wirbelsturm, ist nur eine Windhose. Zwei hat was gefunden. Schaut jetzt gerade nicht so aus. Aha. Hier kommt was. Sehr spät gesehen, aber wir haben ja die Geschwindigkeit erhöht. Somit, jawohl. Und tschüss. Da sieht man die Sonde. Da kommt was. Wie viel haben wir denn noch? Ein bisschen noch und dann haben wir den ersten Tag geschafft. Gibt's nichts zum Futtern? So, einmal fahren wir noch durch. Schauen, wie schnell das jetzt. Also, das Update hat sich ausgezahlt. Ja, das war nicht schlecht.
und der Sturm kommt auch schon, aber wir haben unser Minimum erreicht dieses Tages. Am nächsten Tag müssen wir schon das Doppelte erreichen. So, da kommt noch ein Wurm, na dann ziehen wir sich zurück. Ein bisschen was haben wir ja mehr geschafft dieses Mal. Das heißt, den ersten Tag haben wir schon mal bezahlt. Also der Sinn im Spiel ist der, dass man schaut, dass man so lange wie möglich durchhält, obwohl sich dann die Anforderungen eigentlich immer summieren. Das kann ich mir da jetzt eigentlich gar nichts leisten. Ich könnte einen Extraktor verkaufen. Einen Extraktor verkaufen und einen schneller machen. Versuchen wir die Kombi mal. Ja, die Quote für den nächsten Tag ist gleich mal das Doppelte. Mal schauen. Noch ein paar Infos zum Game. Erschienen ist der Titel am 12. August, kostet 3,99 gerade auf Steam. Shopseite zugegangen. Entwickelt und veröffentlicht wird das Game von Rapid Beaver Games. Rapid Beaver Games. Ist eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Die Grafik ist gut, der Sound ist nice, es funktioniert. Es ist sehr fordernd. Aber macht mich auch neugierig, macht mich neugierig auf mehr. Ich denke mal, den größten Teil des Spielprinzips haben wir schon gesehen. Ich glaube da nicht, dass sich da jetzt mehr radikal oder viel verändern wird. Da wird es jetzt, glaube ich, keine Abwehrmaßnahmen oder sowas für die Würmer geben, dergleichen. Aber wer weiß. Ich habe den Key freundlicherweise von den Entwicklern bekommen, sage ich Dankeschön und wir schauen uns den Teil einfach mal ein paar Folgen an. Eigentlich ist ja das unser Extraktor. Ne?
Wer extrahiert kein Material, wer extrahiert den Excavator? Excavator. What? Okay, na, das ist nur eine Fontäne. Nicht ernst zu nehmen. So, lass mal raus das Teil hier. Ein Viertel haben wir schon geschafft. Gespannt. Bin gespannt. So. Hat der Wurm jetzt gedreht? Hat der jetzt wirklich gedreht? Der hat gedreht, ich halte es nicht aus. Okay, gut. Einmal im Kreis. Aber das war's. Lass mal schauen, wie viel brauchen wir denn jetzt noch für die nächste Stufe. 17.000. Naja, ich hätte gesagt, noch zwei Versuche. Und da sollten wir es eigentlich haben. So, die zwei Sonden möchte ich mal unbedingt behalten. Da verkaufe ich einen, den einen machen wir schneller, haben wir gesagt. Ja, Geschwindigkeit im Fliegen ist mir mal lieber. Aha, und was macht dann die letzte Firma? Was macht denn die letzte Firma nochmal? Mhm. Ja, komisch, die Zeit hier ist nie voll. Tabulator? Nee, kann ich nicht durchschalten. 1, 2, 3 auch nicht. Augen nach außen, Junge. Sind die Würmer. Aha. Also das Hooktime-Upgrade ist sicher auch brauchbar und nützlich. Ja, bitte jetzt nicht einen zweiten Wurm auch noch. Ey. Und wenn der jetzt einfach hier so durchzieht, dann dreht der echt um, oder wie?
Sicher dreht der um. Und wieder umdreht. Das geht wieder abholen, Junge. Sau geil. Sau geil, dreht der einfach um. Aber ich glaube jetzt, ja, jetzt taucht er ab. Und dann nach dem Angriff ist er dann weg. So. Excavator. So, mache deine Arbeit. Aber soweit absolut bugfrei das Game, muss ich schon sagen. Ist auch kein Early Access, ist auch ein Voll-Release-Titel. Für vier, also ich sag mal die 4 Euro, so just for fun. Der Sturm ist coming. Minimum haben wir erreicht, ne? Kommt was. Das können wir schon ordentlich noch rauszögern. Spannend machen, spannend machen. Abtauchen, abtauchen. Sehr nice. Aber ich schaff, okay, ich schaff keine 2. Und mit 2 so Excavatoren, das ist halt die Frage, ob dann, wenn ich einen abzieht, dann holt sich der Wurm den anderen, ne? Das ist der Unterhalt. Ich zahle dann jetzt mal mehr Unterhalt auch. Region. Okay, da kann man verschiedene Regionen auch auswählen. Kaufe ich mir noch eine dazu. Vielleicht macht das ja den zweiten Tag dann etwas sicherer, ne? Mit 3 Drohnen. Verringert sich gerade stark. Wir haben Schlechtwetter. Junge.
Es wird knapp, es wird knapp. Ja. Ja, die muss ich länger vorbeiziehen lassen. Oder etwas länger warten, bevor ich den zurückrufe. Ne? Na gut, meine Lieben, dann belasse ich es mal soweit mit der ersten Folge. 2 Tage haben wir geschafft. Aber finde ich irgendwie cool, das Game. Ja? Und der Sound ist auch sehr angenehm. Gefällt mir, gefällt mir. Na dann, lasst mir doch gerne ein Like da, falls ihr auch der Meinung seid. Und ein Abo, wenn ihr noch mehr von solchen Indie-Games sehen wollt. Gibt es bei mir immer wieder auf dem Kanal. Na dann, alles Liebe, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Stream oder Video. Euer Alton.